soweit ganz gut. Es ist jetzt der letzte Tag leider schon hier in Brünn. Aber das Wetter ist das Beste von den ganzen drei Tagen und jetzt wird nochmal Rennen gefahren heute. Also. Deine Bestzeit? Bis jetzt sind 204. Mal schauen, ob wir das noch auf eine 203 kriegen heute. Jawohl! Aber nur gebrauchte Reifen. Ja. So, servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist Race Day. Ihr wisst ja, ihr kennt ja wahrscheinlich das alte Video. Ich bin mit der Honda CBR 600 RR von Liam da. Grüße gehen an dieser Stelle auch noch mal raus. Und ich habe sie am ersten Tag weggeschmissen. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Aber ich kann es ja hier noch mal kurz zeigen. Es ist nicht wirklich viel passiert. Ein paar Sachen. Gott sei Dank hatte ich den Motorschützer drauf. Ging auf jeden Fall noch mal alles gut. Und ich starte von Platz 1. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Bin hier zum ersten Mal mit dem Bike hier, mit einer 600er hier in Brünn. Ich bin noch nie, ich bin natürlich schon mit einer 600er, mit einer R6 hier von Laurens gefahren. Der steht übrigens hier mit seiner Race R6, der macht sich auch gerade fertig. Und jetzt zum ersten Mal mit Liam sein Bike hier mit normaler Schaltung. Da habe ich noch ein bisschen Probleme. Ich merke irgendwie, dass das alles noch nicht so flowig und nicht so geil. Und natürlich auch, wenn du gestürzt bist, macht das schon auch was mit dir. Aber das wird schon klappen. Von der 1 zu starten ist, glaube ich, ziemlich wild, ziemlich komisch. Habe ich noch nie gemacht. Aber ja, ich würde sagen, wir legen gleich los, gehen ins Rennen und ich werde sehr wahrscheinlich wieder ein bisschen nachkommentieren. Let's go. So, und es geht los in die Warm-Up-Lab. Dreimal dürft ihr raten, wer die natürlich wieder verkackt hat. Ja, ich habe wieder auf die Ampel geschaut, aber es ging wohl anscheinend nach der Fahne. Ich habe es wieder überhaupt nicht gepeilt und deswegen bin ich da ein bisschen hinten dran. Hier immer noch Warm-Up-Lab. Leider ist hier Gerhard mit seiner Aprilia Tuono X gleich mal gestürzt. Wir wussten alle irgendwie nicht so recht, was los war. Vielleicht zu wenig gedrückt, vielleicht zu viel, ich weiß es nicht, aber ihm geht es auf jeden Fall gut, wir haben noch mit ihm gequatscht. So, hier haben wir noch ein bisschen Blödsinn gemacht, Laurens hat schon gemeint, er will mir eigentlich sein Abreißvisier gegen das Motorrad hauen, aber das hat irgendwie alles nicht so geklappt und dahinter mir hat mein Abreißvisier fast abbekommen. So, es geht los, es wird nochmal abgeklatscht, hier ein kleiner Stoppy, ein kleiner misslungener Stoppy und es geht los. Ich starte vom ersten Platz, Launch Control und ab geht die Post. Muss sagen, das lief sogar ziemlich gut. Launch Control habe ich noch nie so wirklich ausprobiert. Hatte ich eigentlich zuvor gar nicht bei meinen letzten Motorrädern. Und jetzt hier gleich mal mit Liam's Bike. Es geht in die erste Kurve und Laurens luchst mir hier gleich natürlich schon den ersten Platz weg. Aber ich muss sagen, ich kann bisher noch ganz gut dranbleiben und werde hier schön nochmal pushen. Laurens fährt der Yamaha R6 Race, also sprich das 2021er Modell, was gerade frisch rausgekommen bin und ich ja hier auf dem Bike von Liam mit normaler Schaltung die Honda CBR 600 RRPC 40. Die ersten Runden sind immer ein bisschen heikel. Man muss immer erst wieder so ein bisschen reinkommen, auch in diesen ganzen Race-Modus. Man ist am Anfang immer sehr, sehr aufgeregt. Laurens hat auch sogar gesagt, obwohl er schon viele Rennen gefahren ist und auf jeden Fall definitiv mehr als ich, er ist ja damals R6 Cup gefahren, hat auch gemeint, er ist auch mal wieder aufgeregt. Und irgendwie, obwohl es so ein Fun-Race ist, ist so kurz vor dem Rennen wirklich immer die Stimmung ganz weit oben. Und ja, jeder versucht da immer bestmöglichst mit umzugehen. Aber ich muss sagen, bisher kann ich ganz gut mithalten, habe aber wirklich da schon gemerkt, dass ich mit der ganzen Leistung nicht so ganz so gut rauskomme. Es ist natürlich Baujahr unterschiedlich und natürlich die Leistung ist definitiv bei so einem neuen Motorrad auch immer noch komplett was anderes. Muss aber sagen, ich komme gut zurecht.
So, hier habe ich mir kurz gedacht, ah, steche ich noch rein. Aber nee, dachte ich mir, komm, erste Runde. Hier, das muss jetzt hier nicht mit Brecheisen passieren. Ich schaue das Ganze noch ein bisschen bei Laurenz an und suche mir da so meine ein oder anderen Stellen, wo ich vielleicht ein bisschen später bremse, beziehungsweise wo ich noch reinstechen könnte. So, und es geht auf Start und Ziel. Ich merke hier auch immer schon, dass ich eine andere Linie gewählt habe. Hier bin ich auch übrigens ziemlich dicht dran. Das ist irgendwie immer noch ein krasses Gefühl. Aber ihr seht schon, ich verliere immer so ein bisschen an Abstand, wenn es dann länger auf die Gerade geht. Und Laurenz ist definitiv auch ein sehr, sehr später Bremser. Sprich, ich habe wirklich Schwierigkeiten. Normalerweise bin ich ja sehr selbstbewusst auf der Bremse. Aber mit Laurenz und seiner 600er, da er auch viel mehr Erfahrung hat und auch sehr guter Fahrer ist natürlich, habe ich da wirklich so meine Probleme, mich da mit der Bremse, ihr seht es hier wieder, so richtig irgendwie ranzukommen an ihn. So, hier habe ich dann schon langsam gemerkt, hier bin ich stark und komme wirklich eigentlich ganz gut raus. Versuche hier auch den ersten Angriff, komm ran und dann kommt mir wieder, oh shit, da bin ich auf jeden Fall noch gestürzt am Tag zuvor und habe wieder ein bisschen langsam machen müssen. Laurenz nutzt das natürlich und geht gleich wieder innen rein, stellt sich einfach vor mir, nimmt die innere Kurve. Ich komme da aber besser aus der Kurve raus und komme hier wieder an Laurenz vorbei. Falls sich einige wundern, leider ging die, beziehungsweise hatte ich eine falsche Einstellung mit der 360-Grad-Kamera, deswegen ist die leider nicht eingeblendet. Ich bin außerdem auf manuellen Modus gekommen und deswegen kann ich die Szene leider hinter mir nicht einblenden. Ja, so, es geht auf Start und Ziel und das war eine richtig lustige Szene. Grüße gehen raus an Rappig, der von uns von oben gefilmt hat. Ich drehe mich um und Laurenz erstmal hier mit einem lässigen Peace-Zeichen. Also ihr seht, es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht und hier zieht Laurenz auch gleich wieder vorbei. Ich hatte einfach keine Chance auf der Geraden mit meiner mehr oder weniger Standard Honda CBR 600R. So, hier komme ich wirklich immer wieder ran. Ich merke, ich kann mich richtig ransaugen, habe da aber auch immer ein bisschen Angst, so wirklich direkt hinter ihm zu fahren. Deswegen fahre ich, wie ihr schon sehen könnt, immer ganz leicht versetzt, dass wenn irgendwas sein sollte, dass ich quasi dann nicht direkt hinter ihm stehe und ihn nicht wirklich direkt auf dem Hinterreifen auffahre. Ja, ich dachte, ich komme raus, aber es klappt doch nicht. Oh Mann. Es geht los, ich beschleunige raus, aber hat leider nicht gereicht. Ich muss leider doch nochmal zurückziehen und schauen wir das Ganze nochmal von hinten an. So, falls sich vielleicht einige wundern, wieso Laurenz hier immer das Bein raustut, er macht das zumindest, deswegen hat er mir erklärt, er hat schon ziemlich viele Knie-OPen und deswegen macht er das immer mit seinem rechten Bein, um das quasi zu entlasten.
So, hier, das Rausbeschleunigen. Ihr seht schon, das Hinterrad pumpt, selbst mit der 600er. Ich bin am Verzweifeln, weil ich einfach keine Chance habe, irgendwie, selbst wenn ich einen Ticken besser rauskomme als Laurenz, dass ich da irgendwie an ihn rankomme. Deswegen heißt es auf jeden Fall pushen, pushen, pushen. Es ist gerade nochmal wieder ein Stückchen vorgespult worden. Und ich versuche wieder mein Glück an derselben Stelle, mich an ihm vorbeizubremsen. Das ganze Fahrwerk, aber auf jeden Fall, ich bremse nochmal spät, setze mich. Ach, nee, es klappt wieder nicht. Ich wollte mich wieder vorhin setzen, aber hab's leider wieder nicht geschafft. So, hier dreht sich Laurenz noch ganz lässig um. Es schaut auch sehr entspannt aus bei ihm, muss man sagen. Er hat aber auch noch mir danach erzählt, dass er ein bisschen Probleme hatte mit seiner Körperhaltung, weil er keine Storm Grips an den Tank hatte und deswegen konnte er sich schlecht nur auf dem Motorrad bewegen und war relativ steif auf dem Motorrad. So, ihr seht schon, ich fahre hier eine ganz andere Linie, weil ich wirklich immer hoffe, einen Ticken gerader rauszukommen und eigentlich mehr Schwung rauszunehmen, hat aber leider nicht geklappt. So, wir sind wieder bei der altbekannten Stelle. Ich bin am Rausbeschleunigen, merke schon, ich komme ganz gut raus und bremse einen Ticken später als Laurenz und versuche die Pace zu halten. Ich merke hier aber einfach, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Ich komme zwar vorbei, fahre aber eigentlich eine falsche Linie, die im Rennen so nicht funktioniert, weil ich muss ihm eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen die Linie wegnehmen, um quasi auch ihn hinter mir zu halten. So, nächster Angriff. Diesmal an einer anderen Stelle. Ich habe mich einfach mal getraut. Versuch, innen reinzugehen. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich treffe natürlich wieder die bessere Linie und komme hier an ihn vorbei, drehe mich auch um und merke schon, ich kann das gar nicht halten mit meiner Leistung. Das war echt leider sehr ärgerlich und Laurenz geht wieder vorbei und ist somit wieder auf ersten Platz. So, jetzt nun der dritte Versuch an der altbekannten Stelle, wo ich eigentlich meinen Sturz hatte, wo ich aber ziemlich sicher war, dass ich ihn da eigentlich packen könnte. Bremst mich wieder an ihn vorbei und diesmal habe ich auch gelernt nach dem dritten Mal und fahre einfach komplett auf die rechte Seite, sodass er nicht einfach wieder ganz gechillt innen reingehen kann und somit bleibe ich auch vor ihm und fahre auf den ersten Platz. So, es geht auf die letzte Runde. Ich schaue noch mal kurz nach hinten und ahne schon wirklich Böses. Denn auf der Geraden, ihr habt gesehen, Laurenz geht wieder vorbei. Es ist die letzte Runde und ich denke mir, Mist, jetzt muss ich auf jeden Fall noch mal pushen, um mir auf jeden Fall meinen ersten Platz zu sichern. Passiert mir leider ein dummer Fehler, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte irgendwie kurzzeitig ein bisschen Angst, dass der mir gerade in die Linie reinfährt und deswegen habe ich sehr, sehr arg gezögert, um ihn da zu überholen. So,
es geht in die letzten zwei Kurven und hier laufen wir auch nochmal auf zwei Überrundete auf. Es wäre auch fast mal was passiert hier mit Lawrence. Lawrence schlängelt sich hier durch. Ich denke mir, vielleicht kann ich noch irgendwie angreifen, vielleicht komme ich noch dazu, aber es klappt leider nicht und ich ärgere mich auch ein bisschen und es ist leider nur, aber trotzdem ein geiler zweiter Platz und es hat mega, mega viel Spaß gemacht. So, das ist natürlich immer das geilste Gefühl, nochmal abchecken mit den Jungs. Und dann, ich hab's wirklich gefeiert, ich habe seit Ewigkeiten mal wieder ein Wheelie gemacht. Ich vermisse es ja schon ein bisschen, es hat auch wieder ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Für alle, die natürlich das komplette Video sehen wollen, ihr kennt das Spiel, checkt meinen zweiten Kanal, Mattis Uncut, da seht ihr dann quasi das ganze Rennen, das volle Rennen, ungeschnitten und ohne mein Geplapper. Was hat eigentlich gar keine Chance, weil man kann immer beim Rausbeschleunigen eigentlich immer vorbei. Naja, von der Beschleunigung warst du schon besser, hä? Ja. So. Danke, bei dir auch. Ich war ja schon hier auf dem Kurs, das Ding verhungert, ja, auf den Geraden, das ist ja echt... Geh wieder. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, ob ich arg dick aussehe. Ach ja, es geht normal dick. Normal dick? Also. Was muss ich meinen auch? Du musst mir die Hand geben. Jawohl. So, es ist wieder, wir haben schon Siegerehrung gehabt, seht ihr ja. Erster und zweiter Platz war, also, oh, ich habe zurzeit echt Glück, muss ich sagen. Ich habe immer spannende Rennen, ne? Ist immer blöd, weil es gibt bestimmt auch Rennen, wo du sagst, du fährst komplett für dich alleine. Aber war geil. Lawrence hier, Lawrence kenne ich ja auch, für einen oder anderen, die Lawrence sich kennen, ist im Motorrad Rieke. Ist ein langjähriger Kollege und Freund und auch Sponsor mehr oder weniger. Und ja, du hast jetzt deine Yamaha R6 Race gestern Nacht noch von 50 geliefert bekommen, genau. Um mal ein bisschen auszuholen. Also sehr spontan. Wir waren gestern auch noch in so einem Shop in Brünn und haben dir noch eine Tankhaube gekauft. Die wurde auch noch gefertigt. Ganz wilde Aktion. Tudovic hat mir nochmal Stompgrips geliehen, damit ich nicht ganz auf vom Hopper fahre. Das stimmt. Also du hattest eigentlich auch noch gar nicht so viel Fahrzeit vorher. Man muss aber dazu sagen, du bist vorher R6 Cup gefahren, gell? Oder ja, früher mal. Schon ein bisschen her. Ja, schon ein bisschen her, früher mal. Damals. So, ich starte von 1, Lawrence von 2. Wir haben beide das Video noch nicht gesehen. Nur mal kurz den Start mal angeguckt. Und da muss ich auch gleich sagen, ich habe ein bisschen verkackt oder ich habe ein bisschen nicht geschnallt. Ach so, ja. Und habe die Tür zu weit offen gelassen, beziehungsweise hab irgendwie so, bin so voll gefahren, wie ich eigentlich immer fahre. Und beim Rennen muss man schon ein bisschen gucken. Und ich wusste ja, dass er auf jeden Fall stark auf der Bremse ist. Das habt ihr auch im Video gerade gesehen. Aber es war echt ganz lustig. Ich mit der alten 600er und mir ist auch wirklich aufgefallen, so leistungstechnisch ist jetzt nicht so, dass man sagt so, also du warst definitiv schneller. Motor ist auf jeden Fall auch noch Serie. Es also sind viele Sachen, die man, wo man noch weiß, was machen kann. Aber ja, Fahrwerk komplett auf Block. Ja, stimmt, das hast du auch noch gesagt. Ja, aber hier hat ja einfach jetzt Spaß gemacht. Aber ohne Scheiß, also das ist auch mal die Hauptsache. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns glücklicherweise auch nicht abgeräumt. Auch zum Sturz am Anfang, Gerhard, dem geht's gut, war auch gerade noch in der Box. Der weiß leider auch nicht, was genau vorgefallen ist. Auch wie ich am Tag zuvor. Kalter Vorderrad. Ja, kaltes Vorderrad. Wir waren auch ein bisschen lang in der Vorstadtphase gestanden, weil sich hinter uns anscheinend welche nicht eingeordnet haben. Das ganze Video könnt ihr da auch noch mal auf meinem Zweitkanal anschauen, wer das ankert. Link ist wieder mal unten in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, wie war es für dich? Also für mich war es eigentlich entspannt. Du hast dich ja umgedreht, ich habe mich mal umgedreht. Wir haben ein bisschen Faxen gemacht. Also wirklich, ich habe wirklich gelacht unter dem Helm. Und ja, auf jeden Fall. Muss auch sagen, nach dem Absteigen ist es auch nicht so wie bei der 1000er, dass du sagst, Alter, du kommst total verschwitzt. Sondern bei der 600er ist es eher so ein bisschen, war lustig, war entspannt. Und du bist gar nicht so im Sack wie eigentlich bei der 1000er. Nee, das war jetzt echt angenehm eigentlich. Hat Spaß gemacht. Also es war zwei, dreimal arg eng, auch beim Überrunden. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, also, ja, doch, beim Überrunden jetzt in der letzten Kurve, so, da war es eng. Stimmt. Okay, und ja, wenn du, weil du so hart verzögerst, also spät bremst und dann hart verzögerst, ein bisschen beim Reinlaufen lassen halt die Bremse zu spät aufmachst, da war es dann mir fällt es noch ein bisschen schwer, diesen Stil richtig zu machen, quasi schnell in die Kurven reinlaufen zu lassen. Ich bin immer gut auf der Bremse, aber Lawrence hat schon richtig gesagt, ich bremse schon fast zu viel und stehe dann auch ein 600er mehr oder weniger im Weg rum. Aber das Witzige war eigentlich, dass wo ich dich überholen konnte, war an der Kurve, wo ich meinen Sturz hatte. Ja. Und das war auch selber für mich komisch. Aber auch richtig, weil du da gestürzt warst und ich hatte jetzt nicht so richtig das Vertrauen. Genau, das auch gesehen. Und ich bin da ja noch mehr reingegangen. Also,
Ja, aber du hast mich immer wieder überholt. Ja, dann habe ich reingehalten, aber dann, bis ich gecheckt habe, dass ich dann rechts bleiben muss, weil du kamst dann immer wieder außen. Man sieht natürlich bei Lorenz, der hat dann die absoluten Racer-Gene drin und ja, hat dann noch die ein oder anderen Tricks, wo ich mir dachte, ja stimmt, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Ich lasse dir total die Tür offen und du fährst natürlich wieder durch. Aber im Großen und Ganzen war es ein super witziges Rennen. Ja, haben wir uns richtig gut verstanden und ich bin auch voll zufrieden mit der 600er hier von Liam. Grüße gehen auch noch mal raus an Liam, dass er mich sein Bike anvertraut hat. Das wäre auch gewesen für mich. Das stimmt. Und auch nochmal vielen Dank an 50 mit der F73 Academy. Der hat nämlich das Bike nochmal in Nacht- und Nebel-Aktion. Richtig. Und der Warnie, der noch alles schnell fertig geschraubt hat, auch nochmal vielen Dank. Und genau. Also Grüße gehen raus. Beim letzten Mal, was ich, der ein Bike geliefert bekommen habe, jetzt muss der Laurenz, obwohl er sogar seine F3 hatte, die hat er wegen der Übersetzungsschwierigkeiten, konnte man hier jetzt auch nicht fahren. Aber gut, geiles Rennen, cool gefahren. Danke nochmal, Laurenz. Jawohl. Es macht immer wieder Spaß, auch wenn du mit Freunden so ein bisschen racest. Und ja, ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.